Es ist wesentlich, nicht nur Sanktionenpakete zu beschließen, sondern selbstverständlich auch auf deren Einhaltung zu achten und deren Umsetzung zu beachten. Und deshalb, Sie reden von einem Non-Paper, ist die Intention dieses Non-Papers natürlich zu begrüßen. Von einer ganz konkreten Agentur, die dann die Einhaltung kontrollieren sollte, ist mir nichts bekannt und das müsste man diskutieren. Die Umsetzung der Sanktionen ist ja an und für sich Sache der Mitgliedstaaten. Wo könnte Österreich noch nachbessern bei der Umsetzung der Sanktionen, um das Umgehen zu verhindern? Naja, wir zeigen zum Beispiel auch auf, wo es Lücken gibt. Das führt dann auch zu neuen Verhandlungen. Jetzt, wie gesagt, zum 10. Sanktionenpaket. Und wir setzen die Sanktionen natürlich auch um. Wenn Sie so wollen, dann muss man natürlich immer wieder schauen, ob sozusagen das angemessen ist, ob hier das reicht, was vorgesehen ist. Und deshalb sind wir hier in einem ständigen Austausch auch. Ich habe auch noch eine Frage zur Ukraine. Und zwar ist in einem offenen Brief fordern Prominente wie der Otto Menasse oder Politiker wie Katalin Otmar-Karas eine ergebnisoffene Debatte über die Sicherheitsarchitektur Österreichs erneut. Das ist jetzt die zweite Aufforderung. Sie beschreiben die derzeitige Situation als unhaltbar und gefährlich. Was ist Ihre Reaktion darauf? Wir sind uns alle einig, dass seit dem 24. Februar letzten Jahres nicht so ist, wie es vorher war. Und ich glaube, es ist evident, dass nicht nur Österreich, sondern auch die Europäische Union hier ständig darüber nachdenkt, wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen. Es haben unzählige Staaten ihre Budgets im Bereich der Verteidigung erhöht. Österreich hat eine enorme Erhöhung des Heeresbudgets auch vorgenommen. Es werden hier Investitionen getätigt. Denken Sie daran, dass es einen Strategic Compass gibt auf europäischer Ebene, wo man wirklich gemeinsam Acting Partner und auch Securing vornimmt, um hier auch weiterzukommen, in Zukunft besser zusammenzuarbeiten und auch Synergien zu nutzen. Und insofern kann ich nur sagen, wir sind uns dessen schmerzlichst bewusst, dass die Sicherheits- und Verteidigungsarchitektur Österreichs, aber auch Europas neu gedacht werden muss und wir sind da auch nachhaltig dran. Österreich schickt keine Waffen an die Ukraine, aber gestern haben einige Außenminister gefordert, dass die EU-Staaten gemeinsam Waffen einkaufen, so ähnlich wie bei der Corona-Impfstoffbeschaffung, um dann Aufträge an die Waffenproduktion geben zu können, die Waffen dann an die Ukraine zu schicken oder auch Munition. Könnte sich Österreich an so einer Einkaufsplattform für Waffen und Munition beteiligen? Der Status Österreichs als neutraler Staat ist anerkannt in der Europäischen Union. Und es gibt die sogenannte irische Klausel, wo sich Österreich, wenn es um Waffenlieferungen geht, enthält, und zwar konstruktiv enthält. Und das werden wir auch beibehalten. Das ist auch von allen anderen anerkannt. Und ich darf Ihnen dazu darüber hinaus sagen, dass ich letztes Jahr im November in der Ukraine war und dass ich weiß, dass es vieles braucht dort. Es braucht die Solidarität, es braucht die Unterstützung. Ja, es braucht Waffen, die auch seitens der Europäischen Union hier geliefert werden mit einer konstruktiven Enthaltung Österreichs. Aber es braucht auch humanitäre Hilfe, finanzielle Unterstützung, die Österreich in großem Maße hier auch liefert und die Aufnahme von Vertriebenen. Und Österreich hat über 90.000 Vertriebene auch registriert. Ein Teil ist wieder nach Hause gegangen, in der Hoffnung, Aufbauarbeit zu leisten. Ein Teil ist aber bei uns und auch gut integriert. Und all das muss man im Verbund sehen an Maßnahmen, die notwendig sind. Minister, just one question. As your point of view will enrich this discussion, your colleagues, the Western allies always say that you should support Ukraine as long as it takes. But in the same time, you should also avoid the direct confrontation with Russia. How you can make this balance today? Well, we are living in a globalized world. We are having international organizations, and of course we are standing clear behind Ukraine. We are living solidarity since the very first moment of the start of this really disgusting war, which was started by Russia as a war of aggression. And of course, we have to think what is at the end. And that's what we are doing. We support the Ukraine. And if you are talking about this conference in Vienna, then we have to say that there is an obligation for Austria to give visa also to Russian delegations. But this is really only for taking part in this conference and for nothing else. And that's our obligation, and that's what we are doing.